So. Ja, du darfst, bitteschön, Ladies first. Ja, so nach der längeren Pinkelpause von Sherlock Holmes geht's endlich weiter. Wir sind auf der Suche nach dem Zug. Genau. Sherlock Holmes hat sich erleichtert. Das sieht schon mal irgendwie zugähnlich aus. Nee. This place was abandoned fairly recently. Okay, jetzt war das Feuer auch noch an. Hey Doktor, was ist denn mit ihm los? Der geht voll ab. An abandoned gypsy caravan. Oh. Gypsy. Und Toiletten. Na toll, hätten wir aufs Klo gehen können. Naja, gehen wir jetzt Gebüsch. Mal. Schade. Auch nicht so schön, wenn wir das gewusst hätten. So, es gibt nichts weiter zu sehen. Wir gehen weiter hier ins Wasser. Das Wasser ist der da reingefahren Boot, aber das Boot ist auch nicht so gut. Könntest du nämlich eventuell mal ein symbolisches Auge anmachen. Noch ein paar Klamotten. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Was Hupen gehört? Ja, das ist aber nicht gut für die Boote, wenn da hier der Wasserspiegel fällt und hier Boote vorbeifahren. Teil Plakette. Las Zarpas. A label with the name Las Zarpas. Er hat es schön mexikanisch ausgesprochen. Zarpas. Wir sagen Wie Zarpas. Wie einfach nur Las Zarpas. Zarpas. Ich bin am Ende, wir nehmen jetzt ein kleines Boot und schippern. Kein Boot. Oder wir setzen es in so ein Fass. Das könnte man natürlich auch machen. Wäre viel cooler. Ja. Oder erstmal da drüben. Können wir da so lang, also von oben aufs Steg. Auf den Steg, nicht aufs Steg. Nee, da ging irgendwie nichts. Naja, bis hier auf die Untersuchung des Strands war eigentlich abgeschlossen eben. Stand oh, ich wollte aber mit dem kleinen Bötchen da rumschippern. Kannst du nicht weiter runter ins Wasser gehen? Das nee, traurig. Das ging nicht weiter. Findet ihr das auch traurig? Dann könnt, ihr könnt ruhig sagen, dass ihr jetzt auch mit dem Boot durch die Gegend schippern wolltet. Aber haben wir da irgendwie jemanden übersehen? Weil wir da so mittendrin einen frei haben. So, hier wollte ich mal hin. Las Zarpas. Na gut, ja, wir müssen weiterfahren jetzt. Strand nochmal weg. Los, Horde Hüß. Nach Evesham. Weiter geht's noch. Wo jetzt hin? Ui. Guck mal, was Elfenmarkierungen drin hat. Ja. Er hat die Stripes erfunden. Das ist aber cool. Ey, Dr. Watson hat's ganz schön drauf. Sherlock Holmes. Siehst du, Dr. Watson hat nur ein Regenbuch. Oh, Sherlock Holmes? So. Aber hier waren wir ja schon mal. Da sitzen welche. Ja, da kamen wir nicht hin. Ja, das ist ja alles passiert. Ist unser wunderschöner Zug verschwunden? Ich rede einfach nur mit dem Typen hier. Kniet immer noch auf seinem Fahrrad? Hat er euch auch schon davor gekriegt? Ja. The entire train has disappeared. Ja, sehr ruhig. Ich guck nochmal. It's eine Tragödie. Lösen Sie das Rätsel um den verschwundenen Zug. Finden Sie heraus, was der Sonderwagen des verschwundenen Zuges transportierte. Untersuchen Sie das Nebengleis, das bei der Eisenbahnweiche beginnt. Okay, wir müssen doch nochmal zu dem Nebengleis. Aber da habe ich dir eben die ganze Zeit geguckt und... Warte mal, geh nochmal auf die Aufgaben, bitte. Bitte, bitte, bitte. Da unten untersuchen Sie das Nebengleis bei... Das sind wir doch gerade. Deswegen gucke da bitte mal, wo da ein Nebengleis ist. Na gut, da hinten ist ja der Zug, da war Lauf, Sherlock, lauf! Wo ist denn der Nebengleis? Das weiß er nicht. Das hat man ja alles schon untersucht gehabt. Wie schön Wurzeln im Moment hinterher rennt. Komm, fang mich, Watson, fang mich! Ich hab dich, Watson! So. Dann gehen wir vielleicht mal hier drüben. Ein Nebengleis ist ja meistens mit einem Gleis, was daneben verläuft, eigentlich. Ja, aber normal verläuft das schon an den Schienen. Kommen wir da nicht zu den Menschen? Nee, naja, dann geh halt nochmal. Wir gehen in Eisenbahnweiche. Dann machen wir erstmal das schnell weg. Guck mal,
hat er nur noch rote Zettel drin. Das ist auch ein anderes Buch. Post-its? Ist die Kleine eigentlich auch Post-its? Nur Paddix klebt wie Paddix. Aha, aha. The switch is rusted, but it still works. Toll. Das bionische Auge? Okay. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Einfach die Weichen umstellen. Können wir jetzt zu den Minen laufen? Minen! Na endlich! Das hätten wir vorhin schon gekonnt. Ja, ich wollte das mit den anderen Bahnhöfen abklappern. Ihr könnt, ne, Leute, das ist kein guter... Nein, wir wollen ja die Spannung halten. Ja, okay. Er macht das alles nur mit Absicht. Und schon da. Das ist, hätten wir auch wieder hinlaufen können. Here are the mines homes. Oh. They appear to be abandoned. Oh, noch zugesprengt das Loch da. Jetzt kann nur da drinnen sein. Na dann, Dr. Watson, hol deine Knifte raus und los geht's. Ich bezweifle irgendwie, dass der mit einer Pistole umgehen kann. Nothing interesting here. Ja, ich entscheide das. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. Von der Kutsche. A lightly loaded vehicle came this way. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. Eine Kutsche oder eine Draisine? Obwohl, nee, eine Draisine muss ja trotzdem den gleichen Abstand haben. Eine Draisine mit Gummireifen. Schienen. This mine has completely collapsed, Holmes. Außerdem kann der Draisine noch Schienen fahren. But to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Jetzt kommt immer näher. Ja. Achso, das waren die Raben, die da einfach nur da reingehört hatten. So, hier ist echt alles zerstört, das haben die doch. Ihr und dadurch spinnt. Ist dann das ganze Wasser und so und hin und her. Du hast doch auch Werkzeug, der hat sich doch nichts ausgedacht. Hallo! GZ ist hier. Ja, auch die müssen bezahlen. Hallo, Leute von der GEMA, wir sind hier. Ja, kannst du es untersuchen? Was ist das da mit Metallkasten vom letzten Fall? Ja, endlich haben wir ihn gefunden. This box must be the safe. Let's open it. Na dann. Schon wieder dieses. Ja. Also das ist jetzt nicht ganz so schwer. Mhm. Türen zu knacken oder Schlösser generell. The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Microsoft could help. Das habe ich jetzt mir erstmal mit aufgelesen. Microsoft könnte helfen. Microsoft hiermit informieren wir sie darüber, dass die Barcazas-Gruppe ab sofort freien Zugang zu allen Anlagen hat. In Zukunft werden die Minen dieser Firma gehören. Ebenfalls ab sofort darf kein Vertreter der Caracal-Konsortiums mehr die Anlage betreten. Der vorläufige Kaufvertrag wurde annulliert. Setzen Sie diese neue Vorschrift hin und geben Sie aber die Information nicht weiter, da sie vertraulich sind. Das ist auch ein super Schreiben, oder? It seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Okay. Aber erst schaue ich... Oh, was soll ich gerade sagen? Macht mir die Tür zu. Das ist ja schon wie ein Gruselspiel. Ja. Das Geräusch kommt mir aus irgendeinem anderen Spiel bekannt vor. Och wie. Wir kommen da gar nicht rein. Kommt doch gleich was raus, schnell weg. Ja. Hier. Jetzt gehe ich nochmal schnell hier hoch, wenn das geht. Oder auch nicht. Hallo, normalerweise könnte man da jetzt reinklettern, rüberklettern und überhaupt, ja? Noch. Watson.
Ach, schade. Guck mal, da kommt er immer nicht hinterher. Da hat er keine Lust drauf. Ja, da kommt er nicht durch. So, Watson, habe ich sie ein bisschen verunsichert. Nach Kara, wo sollten wir hin? Koski, wo was? Geh doch einfach aufs X. Ich gehe immer zur Kutsche, really, mäßig. Ja, aber. Chesterfield wollte der. Siehst du doch, wo wir hin müssen. Bei meinem Auftrag. So. Untersuchen Sie das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Evesham, das zum Steinbruch führt. Verwenden Sie ein Telegramm, um mehr über die Firma V-Echo. Ein Telegrafen, also. Ach, Doncaster war der Typ gewesen. Den Typ finde ich. Wir gehen nochmal nach Doncaster. Wir sollen den Typ suchen. Und da war auch ein Telegraph gewesen, wo wir eine Nachricht losschicken können. Fortfahren. Hallo, Dr. Whatever. Oh mein Gott. Auf der ist jetzt schöner, da jetzt gehen wir mal anders. Sobald wir da wieder reingehen, geht er bestimmt wieder. Und dann springst du mal wieder voll auf ihn drauf. Jetzt gleich hier so. Boah, wir kommen! Spannung? Der geht immer gleich. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? Ja. No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Wir lügen krass. Lo siento, I'm in a hurry. Ja, really? Klar. It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. So, dann checken wir den mal ab. Und dann darf man nicht vergessen. Oh, er hat Falten. Ja, danach gleich X zu drücken. Ein schicke Flieg. Kein kräftiger Körperbau. Ach, siehst du, der hat den Zug gezogen. Ah, kräftiger Körperbau. Kampfsport. Sowas erkennen wir alles. Was würde das erkennen, ey? Chile. But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Jetzt X. Du bist viel zu langsam. Zigaretten? Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand. From Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Oh, das weiß, gell? Ja. Pero not your business. Ach, geh mir nicht auf den Senkel. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Hat er Bastard gesagt? Was ich cool finde, ist sein Not a very friendly Akzent, man. Dass er darauf And geachtet hat. He is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Tja, auf zum Telegrafen. So ein Schuft. Lügt der einfach. Microsoft kontaktieren. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply. And it is an interesting one. Ging aber schnell. Es gibt zwei Firmen, Bacasas aus Chile und Caracal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollen die Mine der Firma VAA Coal kaufen. Das mexikanische Caracal-Konsortium hatte bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es den chilenischen Bacasas-Gruppe mithilfe ihrer einflussreichen Verbindung zu den Zuschlag für den Kauf der Minen zu sichern. Genau, so meinte ich das auch. So, nicht schlecht. Y! Oh Ach, mein Gott! Stopp! Die Mine ist eingestürzt. Mexikaner gegen Chile? Verdächtiger Mexikaner Doncaster. Halt! Oh, das will ich doch gar nicht so. Mach jetzt mal die Mine ist eingestürzt wieder weg. Nochmal zurück. So.
hier entweder Mexikaner, ich würde irgendwas mit den Mexikanern in Chile nehmen, oder hier WEA Coal und Chile. Überfluteter Steinbruch, das könntest du den überfluteten Steinbruch vielleicht mit? Was hast du jetzt genommen? Mexikaner haben keinen Groll gegen die Chilenen. Geschäft ist schließlich Geschäft. Aha, wer sagt das denn? Ich glaube, ich nehme es einfach mal, wir werden ja sehen. Weitere Hinweise. Verdächtiger. Die Mine ist eingestürzt. Ja, und das überflutete Steinbruch, passt das vielleicht? Das? Nee. Ach, nee. Nein, los! Du immer. Okay. Wie verdächtig? Verdächtige Mexikaner und das? Ah, ja. Sehr gut. Oh, das ist neu. Können wir wieder was aussuchen? Kein Groll oder die mexikanische Firma Caracal ist nicht gut auf die Schiene. Klar, das genau würde ich das eher ist nehmen. Schon ein bisschen verwundert. Nein, endlich. Wir haben den Fall gelöst. Mexikanische Falle. Die Mexikaner haben dafür gesorgt, dass die Chilenen an Bord des Zuges geblieben sind. Aus diesem Grund wurden alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aufgefordert, den Zug zu verlassen. Richtig. Weitere Hinweise. Schienen zu den Minen fehlen. Die Mine ist eingestürzt. Das kann ja nicht sein. So, egal. Überfluteter Steinbruch. Mine ist eingestürzt. Kann da eigentlich... Nein, gehört nicht zusammen. Ich habe gerade das Gefühl, da gehört gar nichts mehr zusammen von denen. Na gut, lassen wir das erstmal. Wenn ich mal hier ein bisschen rumbastel. Okay, ich bastel nicht dran rum. Wir gucken erstmal weiter jetzt. Wir haben jetzt das Ding gelesen. Was sagt Sherlock? Watson, wo sind Sie? Watson! Oh, der ist gar nicht die Schnauze voll. Ach, da steht er doch. Mein guter Watson. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Oi, Watson. Das macht den schon ziemlich fertig. Ja. Yeah. Der soll doch mal einen Tee trinken. Wo verschwindet der denn eigentlich immer nur hin? Wer denn? Na, der Typ. Ach so. So. Untersuchen Sie die Minen und finden Sie heraus, ob man dort den Zug hätte verstecken können. Hä? Untersuchen Sie das Nebengleis bei Evesham. Suchen Sie das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen und. Ich fahre jetzt mal nach Evesham. Okay? Na ja, mach doch. Und wir schauen da mal weiter. Ein aber krass. Was macht er denn? Achso. Der muss machen, glaube ich. Ich dachte, er wollte uns jetzt küssen. Oder er wollte sich übergeben. Dann wäre mir der Kuss aber lieber. So. Wie er immer steht, so stockensteif. Hier war doch eigentlich auch mal irgendwo so ein Typ. Quatsch, das war der Alte gibt's gewesen. Hier nicht. Dann gehen wir mal hier runter. Wieso wollen wir da noch nicht? Das ging nicht. Keine Ahnung. Da war was. Ja, ich hab's gesehen. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Vielleicht oder ist einer vorbeigefahren mit so einem dickerer Zug und dann hat das ganze Haus an der Kante weggerissen. Könnte ja, das sind nur Vermutungen. Das oder um Spuren, da kannst du wieder abmessen. Geht sowas? Ja, gleich, das macht ihr hier vorne. Okay, Radspuren. Ein Fahrrad hatte der eine Typ, aber es wird sicherlich mehrere Leute geben, die ein Fahrrad haben. Das ist das ganz große wieder. Das sehe ich doch schon, wie tief die Rillen sind. Mhm. Die auch im Wasser oder vor dem Wasser waren. Ja, so kann man natürlich auch Fuß messen. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Das sieht mir aber nur so aus wie ein Pferd. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Stell dir mal vor, so ein armes Pferd. Das ist dann abgekackt. And were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Hm.
Hip. Schön das bionische Auge verwenden. So, ihr wisst wieder, was bevorsteht für euch. Auch wieder eine Pingelpause. Ja, der Sherlock hat es ein bisschen mit der Blase heute. Naja, also 20 Minuten, da haben wir mal auf Toilette müssen. Genau, seid einfach wieder beim nächsten Mal dabei und dann gehen wir weiter die Nebengleise machen. Genau, mal. Es geht jetzt alle nochmal schön auf Toilette. Ja. Damit ihr morgen wieder fit seid. Bis bald. Wiedersehen. Hören.